Tür ist zu, Kamera läuft, Licht steht, alle da. Let's go. Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Einfach Aktien. Heute bei der großen Frühjahrsputz-Folge. Warum Frühjahrsputz? Ich habe mich jetzt entschlossen, mich nochmal von ein paar Unternehmen zu trennen. Vielleicht ein bisschen spät, vielleicht aber auch genau richtig, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber gibt es so ein paar Sachen, die mich einfach gestört haben, vor allem bei einer Firma, da gehe ich jetzt nicht ganz so überein mit dem, was das Management gerade macht und vor allem habe ich einfach das Gefühl, ich kann mich bei so vielen Unternehmen, und es sind ja einfach gar nicht so viele Unternehmen, aber ich kann mich trotzdem bei der Anzahl dieser Unternehmen nicht mehr komplett drum kümmern, ich kann das nicht verfolgen, ich kann die Quartalsberichte nicht alle lesen, einfach von der Zeit her, ich habe einen Hauptjob, ich habe einen YouTube-Kanal, Kinder und so weiter, es ist halt nicht so leicht und deswegen habe ich mich jetzt schweren Herzens entschlossen, das Depot nochmal so ein bisschen zu verkleinern, um wirklich die, die ich jetzt dabei habe, auf die langfristig zu setzen natürlich, aber auch verfolgen zu können, mal ja, mit Unternehmer zu sein, das, was ich mir irgendwie auch wünsche und von mir auch selber erwarte so. Und das ist halt der Hauptgrund vor allem, aber eben auch so ein paar Dinge, die mir so operativ irgendwie nicht gefallen haben, jetzt vor allem bei einer Firma. Ihr werdet gleich wissen, worüber ich spreche. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über das Video, auch wenn es hier mal so ein bisschen so ein negativer Einschnitt oder wo man sich vielleicht auch mal ein paar Fehler eingestehen muss. Hey, ganz ehrlich, ich sage, wenn es gut läuft, ich sage aber auch, wenn es schlecht läuft, dafür gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust habt. Kommentiert mal. Wie läuft euer Depot? Seid ihr zufrieden aktuell? Seid ihr happy oder eher unzufrieden? Habt ihr was gekauft? Habt ihr was verkauft? Dann könnt ihr mir alles gerne in die Kommentare schreiben und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfach Aktien und jetzt geht's los mit dem Depot-Rückblick des Trade Republic Depots. Ich freue mich drauf. Let's go! Wir gehen drauf und gehen auf die App Trade Republic und schauen mal drauf, welche Unternehmen sind noch im Boot und welche nicht. Nicht wundern, der Depotwert ist natürlich jetzt ein bisschen zurückgegangen aufgrund des Verkaufs, der Verkäufe. Also, wir gehen mal drauf und schauen uns die 7 Unternehmen an, die jetzt noch im Depot sind. Wir haben ganz, ganz oben, gehen wir mal auf die Gesamtperformance, ganz, ganz oben der bestlaufendste Wert Kinsale Capital, die einen sehr, sehr starken Februar hatten, aufgrund der Quartalszahlen auch, die gekommen sind, die wirklich nach oben geschossen sind, sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke Firma, wie ich finde. Dann haben wir Energiekontor, der, also Kinsale ist ja der Versicherung, also die im Finanzbereich, die Versicherung bei uns, genau, die diesen Bereich abdeckt, den Finanzpart. Energiekontor ist der Versorger, grüne Energie aus Deutschland, die jetzt, glaube ich, in 2 Wochen auch Quartalszahlen bringen. Eine Firma, die ich wirklich sehr, sehr gut finde, jetzt auch länger schon im Depot habe, natürlich insgesamt noch ein bisschen im Minus sind. Ja, die schlittern jetzt immer noch so ein bisschen unten rum so. Aber ich hoffe, dass natürlich auch die Quartalszahlen jetzt wieder neuen Auftrieb geben in dieses ganze Thema, natürlich auch der erneuerbaren Energien, die einfach, ja, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, einfach keine gute Zeit hatten in den letzten Monaten. Und da will ich aber auf jeden Fall eine Firma im Depot haben, die diesen Sektor abdeckt und vor allem eben auch der Versorgerbereich mit einem ja schon stetigen Einkommen sozusagen oder Cash-Generierung, Energiekonto mit dem Stromverkauf, den sie eben auch machen. Machen sie ja nicht nur, sie verkaufen ja auch ihre Projekte, also die Windparks und Solarparks und so weiter, aber sie generieren eben auch Strom und können sich dadurch immer mehr Cashflow aufbauen und das dann auch an uns zurückgeben, auch in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen. Also der Firma will ich auf jeden Fall Zeit geben, einer kleinen Firma aus Deutschland. Microsoft natürlich, der große Tech-Konzern bei uns mit fast 40% im Plus. Microsoft immer so ein, im Endeffekt ja so ein sicherer Hafen, ein sicherer Anker, auch in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft. Aber ganz, ganz klar, Microsoft übernimmt den Tech-Bereich bei uns. Ist mir ganz, ganz wichtig, auch einen der Big Techs im Depot zu haben. Das ist für mich ganz klar, dass es aktuell Microsoft die Firma ist, die da für mich langfristig auch am besten aufgestellt ist in den ganzen Bereichen, in denen sie tätig sind. Ob es jetzt die Cloud ist, ob es Gaming ist oder auch natürlich auch die ganze KI-Geschichte. Microsoft gehört für mich in ein Depot. Weil ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren sagen werde oder so, aber aktuell würde ich sagen, Microsoft gehört ins Depot. Molina Healthcare, der Gesundheitsbereich, für mich auch ganz, ganz klar und safe, die Firma drin. Eine Gesundheitsversicherung aus den USA, die jetzt die letzte Woche ein bisschen zurückgekommen ist. Ich glaube, aufgrund vor allem des großen Bruders United Health, die ja irgendwie so mit der, weiß gar nicht, irgendwelche mit der Justizbehörde ein paar Probleme haben oder so. Ich habe es nicht überprüft, aber deswegen kam Molina wahrscheinlich auch ein bisschen zurück. Können wir mal drauf schauen, die Woche über mit 5% im Minus. Müssen wir mal anschauen, ob das jetzt spannend für den Nachkauf ist, aber ich glaube trotzdem noch nicht. Hugo Boss übernimmt für uns den zyklischen Bereich, auch in der Firma aus Deutschland, die, wie ich finde, immer noch ein bisschen unterschätzt ist. Jetzt
Ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, in dieser guten Situation eigentlich ist, einen schönen Turnaround hinzulegen, weil sie operativ sich viel, viel stärker entwickeln, als es noch vor ein paar Jahren war. Und wenn der Markt das jetzt auch wirklich langfristig auch erkennt, die mit Sicherheit noch viel Potenzial haben, auch aufzuschließen zu anderen in ihrem Bereich, zu anderen Konkurrenten, weil sie, wie ich finde, immer noch gut bewertet sind und auch ein gutes Wachstum einfach aktuell die letzten 2 Jahre wirklich an den Tag legen. Also richtig, richtig stark. Hugo Boss will ich auch weiter im Depot haben und verfolgen. Nippon Sanzu, der japanische Wert, der bei uns, wenn ich jetzt nicht nachgekauft hätte, schon auf jeden Fall ein gutes Stück über den 100% wäre. Unglaublich stark, wie die letzten Monate im letzten Jahr ja auch gelaufen ist. Durch den Nachkauf schaut es jetzt erstmal nicht so krass aus, aber irgendwann musste ich eben einmal nachkaufen. Jetzt sind sie 32% im Plus, die wären aber die allerstärkste Firma bei uns im Depot. Judge & Dwight als Abschluss, unser Basiskonsumwert, 10% im Plus. Wir haben also ein paar Unternehmen dabei mit Church & Dwight, mit Nippon Sanzu, Molina und Kinzel, die wirklich eher auch dem soliden Bereich zuzuordnen sind, wie ich finde, Versicherungen, Gesundheitsversicherung, aber Schaden und Unfall eben auch. Dann haben wir Nippon Sanzu mit dem Industriegasebereich, was ein unglaublich stabiles Geschäftsmodell ist, trotzdem natürlich ein super, super Wachstum bei der Firma. Church & Dwight natürlich Basiskonsum auch sehr, sehr stur und stetig, was einfach kontinuierlich wächst. Hugo Boss ist halt der zyklische Konsumbereich. So eine Firma kann man immer schön einsetzen oder einsammeln, besser gesagt, wenn eben die Zyklik am Boden ist und wenn sie dann wirklich so am Höhepunkt ist, dann eher mal die Füße stillhalten. Aber das ist eben praktisch, finde ich, auch einen zyklischen Wert dabei zu haben, der dann immer wieder Möglichkeiten bietet, eben auch in Schwächephasen gut einzusammeln. Und eben Microsoft, das bin ich alle durchgegangen, der Tech-Bereich für uns. Wir schauen uns gleich mal in der Excel-Liste nochmal die genaue Allokation auf, wie das jetzt genau verteilt ist, auch die Gewichtung der Unternehmen und so weiter und so fort. Es sind drei Unternehmen rausgefallen. Wenn ihr mitgezählt habt, es waren ja mal 10. Rausgefallen sind also Menschenmaschine, Ameresco und Rexford Industrial. Bei Rexford ist es so, Rexford sehe ich als einen der besten REITs überhaupt an, wenn man auf die Total Return Performance schaut und das Dividendenwachstum. Ein unglaublich starker REIT. Ich kenne keinen, der besser gelaufen ist, ehrlich gesagt. Aber ich möchte das ein bisschen trennen. Vor allem den Immobilienbereich möchte ich zu den Monatszahlen rüberschieben und nicht im Wachstumsdepot haben, weil ich mich darauf eben auf die anderen Sektoren konzentrieren will, weil wir eben schon einen guten Immobilienanteil bei den Monatszahlern haben, war mir die Gewichtung einfach auch ein bisschen zu hoch. Zudem kommt ja, dass wir privat auch in Immobilien investiert sind. Deswegen hab ich jetzt eben Rexford rausgenommen, weil mir der Fokus dann irgendwann zu stark war, sozusagen. Jetzt auch in dem Ganzen, in der Gesamtallokation, wenn man es so sehen möchte. Aber da will ich den Fokus eben auf die Monatszahler legen. Deswegen ist jetzt Rexford erstmal rausgefallen. Aber ich finde Rexford, wie gesagt, das muss ich betonen, einen der besten REITs, die ich bis jetzt kennengelernt habe, so ehrlich gesagt. Also würde ich niemanden aussprechen, den aus dem Depot zu hauen. Das hat jetzt einfach nur im Grunde so Gesamtallokationsgründe bei mir, weil ich jetzt einfach trennen will, die Immobilien in den Monatszahlerbereich schieben. Das ist mir einfach lieber, einfach diesen Cashflow-Fokus in dem einen Bereich eben dann zu haben. Und rausgefallen Menschenmaschine, weil mir einfach die Situation aktuell am Chart nicht so gut gefällt. Die hat sich jetzt ein bisschen verschlechtert nach dem Einkauf bei mir. Menschenmaschine, auch eine unglaublich starke Firma aus Deutschland, wie gesagt. Aber mir hat jetzt die Situation am Chart vor allem nicht gefallen. Wenn sich das ein bisschen stabilisiert, würde ich nicht ausschließen, da wieder reinzugehen. Ich habe das Cash ja auch noch bei der Seite. Könnte ich durchaus mir vorstellen, aber aktuell ist es mir so ein bisschen zu wackelig. Die bringen jetzt auch Quartalszahlen. Vielleicht kommt dann endlich wieder ein bisschen Schwung in diese Aktie, die, wie ich finde, einfach langfristig super, super aufgestellt ist, aber aktuell einfach noch so ein bisschen ja, dahin plätschert und vom Markt einfach noch zum bisschen abverkauft wird. Wenn sich das jetzt stabilisiert im Chart, habe ich überhaupt nichts dagegen, die wieder ins Depot zu nehmen. Also langfristig gesehen eine sehr, sehr gute Entscheidung wäre das, glaube ich. Und Ameresco, an denen habe ich ja sehr lange festgehalten, weil Ameresco für mich so ein Bereich ist im Industriebereich, der mir unglaublich gut gefällt, so in dem erneuerbaren Energiebereich, also ne, CO2 sparen, Kosten einsparen und so weiter. Das Problem ist, was ich jetzt gesehen habe, aber ich habe mir den Call angehört, ich habe mir die Quartalszahlen angeschaut. Die Quartalszahlen waren sehr gut. Sie haben beides geschlagen, also den Umsatz und die Gewinnerwartungen, und zwar gut geschlagen. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass Management zum Beispiel jetzt auch sagt, nee, an Schulden abzubauen, werden wir uns jetzt noch kein irgendwie, noch keinen Ziel setzen oder so. Es geht darum, sie wollen weiter wachsen, sie wollen weiter investieren. Aber ich finde, in der aktuellen Zeit muss man wirklich sagen, würde ich jetzt
persönlich, wenn ich die Firma führen würde, würde ich persönlich eher mal drauf schauen, dass man hier wirklich unterm Strich auch schön Geld verdient, Cashflows produziert und so weiter und vielleicht mal kurz das Wachstum so ein bisschen entschleunigt, um mal drauf zu schauen, dass wir wirklich in so der Hochzinsphase mal schauen, dass wir einfach wirklich Geld verdienen, richtig gutes Geld verdienen. Und das fehlt mir gerade bei Ameresco. Das fehlt mir, das hat mir die letzten Monate gefehlt. Ich habe jetzt gehofft, das wird jetzt irgendwann mal der Fall sein. Aber der Fokus ist weiterhin natürlich Expansion. Sie wachsen gut, gar keine Frage. Aber mir wäre es recht, wenn Sie eigentlich eher auf die Schulden schauen würden. Vor allem gefällt mir halt nach wie vor nicht, dass dieser Chart und dieser Abwärtstrend einfach so instabil ist und immer so bröcklig. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, einfach mal rauszugehen. Aber auch da würde ich sagen, Ameresco ist langfristig für mich das Geschäftsmodell. Die Wachstumszahlen, die wachsen in Europa auch richtig, richtig gut. Die machen das schon clever. Das kann man wirklich sagen. Und in einem Bereich, der natürlich auch unglaublich viel Potenzial hat, ne? Also die Energie zu sparen, Kosten einzusparen, CO2-effizienter zu arbeiten bei den ganzen Gebäuden und Unternehmen und so weiter. Das ist schon clever, das machen sie gut und die Firma wird langfristig erfolgreich sein, hundertprozentig. Aber der Moment ist aktuell, wo ich mir sage, ich habe keinen Bock jetzt noch mehr von diesem Abverkauf mitzunehmen, weil der Markt es immer noch nicht so honoriert. Und ich glaube, es hängt eben vor allem von der Schuldensituation zusammen. Das könnte sein, vielleicht noch ein paar andere Punkte. Aber da würde ich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Hätte ich jetzt schon früher machen können, die Reißleine ziehen, okay. Aber hey, lieber jetzt als gar nicht. Kann natürlich auch gut sein, dass sie jetzt natürlich jetzt nach oben ziehen, wenn ich gerade verkaufe. Aber wie gesagt, ein Investment, wo ich mir durchaus vorstellen kann, wieder reinzugehen, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat. Genau wie bei Menschenmaschine auch. So, das ist aber jetzt die Begründung oder zumindest mal das, was ich jetzt dazu sagen wollte zu den Unternehmen. Es sind jetzt 7 Unternehmen, die in allen Sektoren vertreten sind, in unterschiedlichen Sektoren. Und das ist ja immer ganz, ganz wichtig bei mir. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich schön divers aufgestellt bin. Ich möchte keinen Tech-Fokus haben. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Nachteil für mich, in diesem ganzen KI-Hype jetzt nicht bei jedem kleinen Firma dabei zu sein. Das nicht, aber ich will auch keinen Tech-Fokus, ich will kein Tech-Depot haben, das will ich nicht. Also wirklich überhaupt nicht, weil ich keinen Bock auf die krasse Schwankung habe und wenn dann der Crash kommt, dass es mal wirklich 30-40% runtergeht, das will ich einfach nicht. Ich will hier solide Player dabei haben, wir haben Versicherungen, wir haben Basiskonsum, wir haben Industriegase, Versorger, Microsoft denke ich als sehr stabiles Big-Tech-Unternehmen, mit denen ich mich sehr, sehr wohl fühle. Es sind eben nur 7 Unternehmen, aber das sind 7 Unternehmen, die ich mit der Zeit, die ich habe, verfolgen kann. Und das ist der Fokus, den ich eben setzen wollte. Das nochmal zur Erklärung. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Excel-Liste. Und ich zeige euch jetzt mal die Gewichtung. Ich zeige euch die Gewichtung, wie es jetzt aktuell insgesamt ausschaut. Die 7 Unternehmen sind hier oben drin, ne, in der Excel-Liste ganz oben. Die Sektoren sind hier aufgelistet. Jedes von diesen Unternehmen hat ein ganz unterschiedliches Geschäftsmodell. Und das liebe ich. Sowas liebe ich, dass kein Unternehmen vom anderen irgendwie abhängig ist oder in dem Bereich überhaupt tätig ist, sondern wirklich alles extrem, extrem unterschiedlich. Und das mag ich. Wir schauen uns auch gleich mal die Allokation in den Ländern an, aber auch in den Sektoren. Aber hier nochmal die Übersicht, die 7 Unternehmen, die wir hier oben haben. Und hier die unteren sind die Verkäufe übrigens, weil das muss ich ja fairerweise auch dazu rechnen. Auch die Verkäufe kommen in die Gesamtperformance mit rein, ganz, ganz, ganz wichtig. Hier haben wir also die Unternehmen jetzt drin, die Gesamtrendite inklusive Dividenden. Der Total Return habe ich hier dabei, Microsoft 40% im Plus, Hugo Boss mit 8,5%, 23% Molina, 41% Kinzer, die stärkste Firma bei uns, Church & White mit 12%, 7% im Minus insgesamt Energie Kontor, weil da ein paar Dividenden oben mit drauf gekommen sind. Und Nippon Sun zu 32%, die aber wie gesagt eigentlich die stärkste Firma bei uns von den Prozenten her wäre. Das ist die Total Return Performance. Die persönliche Dividendenrendite geht jetzt ein bisschen runter, weil wir ein paar Unternehmen verkauft haben mit Rexford und mit Menschenmaschine, die eine ganz gute Rendite hatten. Insgesamt geht es jetzt ein bisschen runter mit 0,79% aktuelle Dividendenrendite, wenn man die Werte jetzt kaufen würde. Und ich habe meine persönliche Dividendenrendite ist bei fast 1%. Microsoft macht schon fast 1% Dividendenrendite, persönliche Dividendenrendite. Die aktuelle ist bei 0,67. Bei Hugo Boss sind wir schon ein bisschen drüber mit 1,70 anstatt 1,57. Ein Unternehmen schüttet keine Dividende aus, das ist Molina. Aber so mittelfristig gesehen ist Molina für mich auch ein Kandidat, die eine Dividende einführen könnten. Eine Gesundheitsversicherung, eine Krankenversicherung. Das ist, glaube ich, mit den Cashflows, die stabil sind, nur noch eine Frage der Zeit, bis sie das auch machen. Kinsale. Ja, aktuelle Dividendenrendite von mickrigen 0,11%, bei uns ist sie bei 0,15%.
Das ist natürlich ein Ding, da muss man echt langfristig dranbleiben. Dividendenwachstum ist stark, aber klar, das wird noch nicht einen großen Impact haben auf unsere Gesamtdividendenrendite. Judge & Dwight mit 1,08%, bei uns ist es mit 1,21% die persönliche Dividendenrendite. Und Energiekonto ist ein bisschen unter dem Wert, weil die ja noch im Minus sind. Und Nippon Sanso ist bei 1,21% persönliche Dividendenrendite. Insgesamt der Performance vom Depot mit den Verkäufen natürlich auch eingerechnet ist aktuell bei 5,02%. Genau, weil in diesem Jahr läuft das Depot noch nicht so gut, weil wir natürlich nicht krass von diesem ganzen KI-Hype profitieren. Nur halt Microsoft, das ist klar. Wir sehen trotzdem, wir haben eine gute Year-to-Date-Performance, zum Beispiel bei Kinsale. Eigentlich sind alle relativ gut gelaufen bis auf Energiekontor. Was das Depot aber insgesamt natürlich sehr nach unten zieht, war die schlechte Performance von Ameresco. Das ist ganz klar, das hat das Depot unglaublich nach unten gezogen, die ganzen letzten Monate natürlich aber auch. Aber heißt ja nicht, dass es in Zukunft jetzt nicht mit unseren Werten nach oben gehen kann. Und wenn sich Ameresco eben fängt, kann ich mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass die nochmal ins Depot wandern. 7 Unternehmen an der Zahl. Ich habe auch nur noch 3 Monatszahlen übrigens. Da gibt es dann auch ein Update. Einen habe ich eben auch verkauft, um den Fokus da klarer zu setzen. Und es sind also insgesamt 10 Unternehmen, die ich jetzt übergeordnet in den Depots habe. Und das ist ein Wert, mit dem ich mich wohlfühle, die ich verfolgen kann, auch mit der wenigen Zeit, die ich dafür habe, so, wo ich es einschätzen könnte und würde, dass ich die gut verfolgen kann, so dass ich mich damit auch wohlfühle. Darum geht es am Ende. Jeder muss sich damit wohlfühlen. Der eine verfolgt es halt genauer und expliziter, der andere nicht. Das ist alles gut und alles ist nicht gut. Alles ist richtig sozusagen. Ne? Jeder, wie er es halt möchte, das will ich damit nur sagen. Mein Ansatz ist aber, ich will es gerne verfolgen. Genau, und diese mitunternehmerische Tätigkeit halt einfach auch so ein bisschen mitmachen, mitgehen. So, das ist die Übersicht. Und das wollt ihr vielleicht wissen. Wie ist denn die Verteilung der Einzelwerte jetzt? Wir haben also Molina mit 14% Größe. Dann haben wir Kinsale mit 18, fast 19% Größe im Gesamtdepot. Also jetzt im Wachstumsdepot. Judge & Dwight mit 11%, Energiekonto 16%, Nippon Sanso mit 12%, Microsoft mit 15% ist der zweitgrößte Wert und Hugo Boss mit 12%. Also ein sehr konzentriertes Portfolio, aber trotzdem mit allen Werten, die ich finde sehr solide in ihrem Bereich tätig sind. Hugo Boss ist halt jetzt auf jeden Fall die eine kleine Turnaround-Story, die wir fahren wollen oder die ich fahren will im zyklischen Bereich, auf Hugo Boss eben zu setzen. Genau. Aber ansonsten würde ich sagen, Microsoft, Molina, das sind alles sehr, sehr etablierte Unternehmen in ihrem Bereich tätig. Die Länderallokation, wir haben die USA mit 60% Gewichtung, Europa ist es mit 30% und Asien mit 10%. Asien ist ja Nippon Sanso, Europa eben Energiekonto, Hugo Boss und die anderen USA-Werte sind ja dann, wie viel sind es denn jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4 USA-Werte. Genau, 4 Werte aus den USA, 2 aus Europa bzw. Deutschland und einer aus Asien. Genau. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Sektoren, um es zu vervollständigen. Wir haben am Anfang eben Technologie, das ist Microsoft, zyklischer Konsum Hugo Boss, Microsoft also 15, also eine sehr, sehr geradlinige Verteilung, Basiskonsum fällt ein bisschen ab, das ist Judge & Dwight, Finanzen ist eben Kinsale, Gesundheit Molina, Versorger, Energiekonto und Grundmaterialien Nippon Sanso. Das ist also die Übersicht, das ist das, was ich mir zu meinem Depot aktuell denke. Und warum ich das eben so mache. Ich hoffe, ich konnte es jetzt gut rüberbringen. Und jetzt gehen wir noch auf die Februar-Performance. Die wollt ihr wissen. Und wir sind das grüne Depot hier oben. Die Februar-Performance war also sehr gut. Knapp bei 6% die Februar-Performance, obwohl es am Ende nochmal den Abverkauf bei Ameresco gab. Den haben wir jetzt leider noch mitgenommen. Aber ich bin natürlich sehr zufrieden, wenn wir hier es auch schaffen, den Nasdaq zu schlagen im Februar. Das ist schon richtig, richtig gut. Obwohl natürlich der KI-Hype ungebrochen ist. Das ist ganz, ganz klar. Eine Nvidia, wie die nach oben schießt, eine AMD und so weiter. Das ist Wahnsinn, wie das noch weitergeht. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir es langfristig schaffen, mit unseren Unternehmen wirklich auch eine gute, gute Performance hinzubekommen. Weil sie es in der Vergangenheit gezeigt haben. Und wenn wir hier ruhig bleiben und auch mal wieder den Markt ein bisschen beruhigen lassen, bin ich davon überzeugt, dass wir das auch langfristig schaffen werden. Nochmal kurz zur insgesamt Performance, also fast 6% wir. Ups, den MSCI World haben wir bei 4,45%, Nasdaq bei 5,5%, der DAX ist bei 4,5%,
Der S&P 500 bei 4,4%. Der Februar schaut also sehr gut aus, aber natürlich, hey, auch das insgesamte Jahr anschauen. Wir konnten uns zwar zwischenzeitlich wieder schön nach oben arbeiten, jetzt ging es wieder so ein bisschen zurück. Wir sind in dem Jahr auf jeden Fall noch ein gutes Stück hinterher, hinter dem Nasdaq. Vor allem ist wahnsinnig, wie der wieder läuft in dem Jahr. Aber Stück für Stück werden wir uns, wenn die kleineren Werte jetzt zurückkommen, mit Sicherheit auch wieder gut ranarbeiten können. Und das ist jetzt auch nur die Performance seit Januar, ne? Seit dem Jahresstart. Aber der Februar, würde ich sagen, gibt schon mal Hoffnung auf Gutes auch für den Rest des Jahres. Aber da muss man auch geduldig sein. Es bringt nichts zu sagen, hey, du hast jetzt in einem Jahr oder Entschuldigung, in einem oder in zwei Monaten den Markt nicht geschlagen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss man dann wirklich langfristig verfolgen. 3, 4, 5 Jahre, 10 Jahre eigentlich. Aber ja, wir machen es trotzdem erstmal schön Monat für Monat. Aber es ist jetzt auch kein Drama, wenn man es mal nicht schafft, den Markt zu schlagen und so weiter. Das will ich damit nur nochmal sagen. Ey, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe jetzt euch quasi darlegen wollen, warum ich ein paar Unternehmen verkauft habe. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Wenn nicht, sorry, ihr könnt mir gerne kommentieren, was ihr davon haltet, wie es bei euch im Depot aktuell läuft. Habt ihr was gekauft? Habt ihr was verkauft? Wie gesagt, seid ihr zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Würde mich sehr interessieren. Gerne alles reinschreiben oder auch eure Februar Performance. Und wer noch mehr wissen will, der kann sich meinen Newsletter dann durchlesen, weil da schreibe ich nochmal alles explizit rein. Die Einzelwerte, wie gut sie auch liefen, aber auch die YouTube-Einnahmen kommen in den Newsletter. Könnt ihr gerne dann nochmal unter dem Video euch eintragen. Kommt auch in den nächsten Tagen dann ein Newsletter für den Februar. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Gerne einen Daumen nach oben da lassen für die Transparenz. Kommentiert mal. Kommentiert, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, was ihr kommentieren könntet, wenn ihr möchtet, und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt einfach Aktien. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao. Ich gehe jetzt mal raus, hier ist es schon nämlich richtig, richtig warm wieder in meiner kleinen Garage.